Moin moin Leute und damit herzlich willkommen zu Basmati Reviews. Ich bin der Christopher und wir testen heute für euch Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms. Der Free-to-Play-Multiplayer-Shooter des Publishers Ubisoft hieß vorher Ghost Recon Online. Diese Namensänderungen begründen die Entwickler damit, dass am Ende der Beta ein komplett anderes Spiel entstanden sei. Sowohl die Maps und die Charaktere, das Waffendesign und das Layout wurden überarbeitet. Im Spiel kann man vor dem Start eines Matches zwischen drei Spielern auswählen, der Assault, der Recon und der Support. Die unterscheiden sich natürlich mit unterschiedlichen Waffen und unterschiedlichem Equipment. Zu Beginn hat man natürlich nicht wirklich starke Waffen. Doch apropos Waffen, da lässt sich einiges machen. Ein Schalldämpfer oder ein anderes Visier, das ist kein Problem und jeder kann die Waffe so modifizieren, wie er sie will. Natürlich kann man wie in allen Free-to-Play-Spielen, auch in Ghost Recon Phantom, Waffen für echtes Geld kaufen. Das ist hier aber eigentlich ganz gut gelöst. Also man kann entweder ein bisschen Spielspaß und Spielzeit reinstecken, für sich gute Waffen zu kaufen, oder direkt seine Lieblingswaffe eigentlich recht günstig im Store kaufen. Zudem kann jede gekaufte Waffe schon vor dem eigentlichen Kauf getestet werden. Und da kann man schon entscheiden, ob man die Waffe mag oder auch nicht. Nachdem man dann seine Waffen ausgesucht hat, seine Klasse gewählt hat, kann man eigentlich schon direkt anfangen und ins Match reingehen. Und beim ersten Start ist das gar nicht so einfach. Da kommt eigentlich relativ viel auf einen zu. Die Fäden, mit denen alle Spieler verbunden sind, die leuchtenden Umrandungen der Spieler, die Lichteffekte im Spiel selber. Und dann gibt es ja auch noch diese Schockwelle, die man machen kann. Also ist schon ungewohnt. Und dann auch die Third-Person-Perspektive, die ja nicht in jedem Shooter so üblich ist, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem das Wechseln und das Deckungsverhalten ist ein ganz besonderes hier. Und zwar kann man mit Q die Seite wechseln, auf der man die Waffe hält. Das heißt, man hat sie zuerst auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite. Und dadurch bleibt einem natürlich viel mehr Freiraum, um sich in Deckung zu begeben, um den Gegner früher zu sehen. Das geht in anderen Spielen ja so nicht. Und das Spiel ist auch recht schnell, finde ich. Es ist schwer, Gegner zu treffen. Wenn man einmal einen Gegner getroffen hat und noch nicht getötet, wird er direkt mit einer roten Box umrandet und andere Gegner oder Mitspieler sehen den dann auch direkt. Das Nachladen wird immer mit so einer kleinen Uhr angezeigt. Das braucht immer so ein paar Sekunden, bis man das Magazin nachgeladen hat. Und die Fäden, bis man raus hat, wie das Spiel funktioniert, dauert schon so 1, 2, 3 Runden. Weil es irgendwie doch ungewohnt ist. War für mich auch der erste Titel von Tom Clancy und ich finde es aber, nach und nach kommt man da rein in dieses Spiel und das ist schon ganz cool. Losing Alpha. Also an das Trefferverhalten muss man sich natürlich auch gewöhnen. Man braucht da schon entweder präzise Schüsse, um jemanden zu töten, oder wirklich richtig viele Schüsse auf einen, damit er wirklich stirbt. Und das finde ich eigentlich richtig gut, weil der Schwierigkeitsfaktor ist eigentlich da. Wenn man länger gespielt hat, ist es einfach, Leute zu töten, weil man sich erst daran gewöhnen muss, wie man schießen muss. Aber so nach und nach finde ich es eigentlich ganz gut und angenehm. Vor allem fair, das Verhalten. Securing Alpha. Bei der Grafik kann man sagen, dass die eigentlich recht gut ist. Sie ist jetzt nicht so, boah, dass sie einen umhaut oder dass sie besonders extrem gut wäre. Ist einfach durchschnittlich, ist okay, schadet dem Spiel nicht, aber ist jetzt auch kein wirklicher Zugewinn. Ist eine solide Grafik, die das Spiel so rüberbringt, wie es halt ist. Free to play.
So, mein Fazit von Basmati für Ghost Recon Phantoms. Also ich finde, es ist ein gutes Spiel, das ich auf jeden Fall hin und wieder mal spielen werde. Vor allem mit Freunden macht es Spaß. Also zu zweit oder zu dritt oder zu viert ist ein super Spiel, weil man echt sich miteinander immer sieht, verbunden ist quasi durch diese Linien. Und das ist echt gut gemacht. Aber so ein Dauerbrenner wird es auf jeden Fall nicht für mich. Und ich werde mir auch definitiv keine Waffen kaufen. Aber auf jeden Fall ein nettes Free-to-Play-Spiel, was man sich auf jeden Fall mal holen kann, wenn man keine Lust hat, Geld auszugeben für irgendwie einen Vollpreistitel. Das war's mit dem Test von Ghost Recon Phantoms. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, er hat euch weitergeholfen, der Test über das Spiel. Und ich würde mich über Kommentare und Abonnenten freuen. Oder wenn ihr einfach mal uns eure Meinung schreibt, auch in einer privaten Mail oder so. Und ja, das war's. Viel Spaß noch. Euer Chris. Ciao.